Offiziell präsentiert von der IWA Auto Classics, Eyes on Target. Und unseren Partnern Gecko Ammunition und VfG Weaponcare. Moin und Waldmanns Heil von der IWA 2023 am Stand von Recknagel, beziehungsweise besser gesagt Eratech, denn das ist eure Tech-Sparte dazu, Richtig. Wenn man das so nennen will. Neben mir ist Moritz und du hast mir gerade schon vorher was gezeigt, wo ich gesagt habe, warum hat das so noch kein anderer gebaut? Aber bitte erzähl uns mal, was du da mitgebracht hast. Manchmal hat man einfach auch ein bisschen Glück. Ja. Glück und Hirnschmalz. Ja. Wir haben eine neue Montage, speziell für Rotpunktgeräte mit verschiedenen Schnittstellen, zum Beispiel fürs Aimpoint Acro oder aber auch fürs Aimpoint Micro, RMR-Schnittstelle und auch für Trichicon und Noblex bzw. Doctorsight. Mhm. Das ist jetzt die hohe Ausführung. Die hat 39 mm Achshöhe, ja. Ist voll kompatibel mit unserem Backup Iron Sight. Ja. 39 mm ist dann auch Lower Third Covidness. Genau, ne? Genau. Lower Super. Third Covidness. Hat eben einen Hebel, der hier mit einer Sperrklinke gesichert wird, sodass unbewusstes Öffnen vermieden werden kann. Und 100% natürlich wiederholgenau, 100% zuverlässig. Großer Vorteil ist auch von diesem schlanken Vollintegralhebel, dass ich damit eben nirgendwo mehr hängen bleiben kann. Genau. Also egal, ob in der Mollelasche, egal ob im Riemen oder sowas, hängen bleiben ist nicht möglich. Gerade auch interessant für Waffen, wo der Charging Handle eben oben liegt. Stimmt, zum Beispiel. Kann ich weder auf der Seite noch auf der Seite mich irgendwie verletzen oder sonst irgendwie sowas. Nicht schon wieder die Narben hier oben. Nicht schon wieder die Narben, ja. Aber vor allem halt auch nicht irgendwo mir die andere Ausrüstung runterreißen, an der Wand entlang die Mutter abschrappen, all zum diese Beispiel, Dinge, genau. Die es bisher halt gab. Ich bin ganz ehrlich, ich habe bisher, ich sage jetzt mal eher die klassischen Quick-Release gehabt mit dem kleinen Hebel an der Seite. Die habe ich mir regelmäßig aufgerissen. Selbst die Sicherung, die da drin steckt, ist oft abgebrochen. Wenn man einfach hart und rau mit dem Equipment umgeht, dann passiert das. Und deswegen, als du mir das vorhin gezeigt hast und wir darüber gesprochen haben, habe ich gedacht, das ist so simpel, das ist so einfach und so praktisch durchdacht. Warum hat das noch kein anderer gemacht? Aber du hast schon gesagt, ihr habt tatsächlich das Patent jetzt auch auf die Geschichte. Gebrauchsmuster angemeldet. Aber also das muss man auch wirklich den Zuschauern mal kurz sagen. Als ich das gerade im Kino gegeben habe, er war wie ein kleines Kind an Weihnachten. Also er hat sich richtig gefreut. Und Kino, du wirst dich aber noch ein bisschen gedulden müssen. Verfügbar ist die Montage für UVP 179 Euro circa ab der zweiten Jahreshälfte. Okay. Wir hoffen, dass wir sie so ab Juni, Juli dann liefern können. Das heißt, ich darf hier noch ein bisschen heute damit spielen, aber muss mich dann noch etwas gedulden. Aber guckt euch mal an das schlanke Design und ich nehme den noch mal runter. Weil dann sieht man eigentlich wirklich, wenn man das mal in die Kamera hält, wie schlank die Mount ist. Und wie ich immer sage, aus der Praxis für die Praxis, sprich ein Produkt, was wirklich für den Anwender entwickelt wurde und nicht einfach nur in der Theorie entstanden ist. Richtig, so schaut's aus. Moritz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die Vorstellung. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Video. Machen wir!